So, hier ist das gute Stück. Das ist das Zaubergerät, die Nikon 850. Geniales Gerät, also das bessere Qualität als eine Mittelformatkamera früher. Ne? Das ist verrückt, ne? Ja, ja. So. Ich arbeite eben gerne mit Shift-Objektiven. Das ist auch ein Shift-Objektiv. Da bleiben die Senkrechten senkrecht. Ja. Ja. Zack. Und schon habe ich mein erstes Foto. Zu dunkel, aber es, ja. So harmlos geht das bei mir zu. Thomas, die Fotografie ist ein ziemlich großes Universum und du hast mir mal das Universum vereinfacht, indem du gesagt hast, es gibt zwei große Gebiete der Fotografie, die sich unterscheiden, und für eins dieser Gebiete hast du dich später jetzt für als Architekturfotograf dann entschieden. Richtig. Das ist einmal die, was ich unterscheide, sind die beiden Arten. Es gibt die inszenierte Fotografie, das heißt, der Fotograf, die Fotografin wissen, haben das Bild schon im Kopf, wenn sie loslegen und bauen alles drumherum auf, machen das Licht und so weiter. Und das andere ist die beobachtende Fotografie, die reine Dokumentarfotografie, wo man nichts ändert an der Szenerie, nicht eingreift, sondern nur mit Geduld das Licht abwartet, die Situation abwartet und die zeigt. Und das ist meine Fotografie, die zweite. Die erste habe ich früher versucht, war da mittelmäßig drin und habe mich dann ganz auf die Dokumentar, auf die Reportagefotografie konzentriert, weil das kann ich wesentlich besser. Macht mir auch mehr Spaß. Mhm. Lass uns mal zurückgehen. Ich kenne diese schöne kleine Anekdote aus deiner Jugendzeit, als dein Vater dich nach der vollendeten Schule zu einem Berufsberater geschickt hat. Ich habe gelernt, dass das damals so war, heute glaube ich immer noch so ist in der Schweiz, dass es professionelle Berufsberater gibt, der dich dann auf Herz und Nieren geprüft hat und dir gesagt hat, du könntest entweder Lokomotivführer oder Fotograf werden. Und Lokomotiven haben dich interessiert, aber nicht weiter hast du diesen Berufsweg verfolgt. Wie ist es angefangen mit der Fotografie? Wo hast du gelernt? Wie bist du hineingekommen in diesen Beruf? Ich habe gelernt bei einem Werbe- und Modefotografen in Zürich, der eigentlich Grafiker von Beruf war und ein Autodidakt in Fotografie. Aber bei ihm habe ich vor allem gelernt, den grafischen Blick, den er hatte. Das hat mir auch imponiert, wie er die Bilder aufgebaut hat. Und das habe ich verinnerlicht. Also das war eigentlich das, was ich bei ihm entscheidend gelernt habe. Es kam auch, muss dazu sagen, am Anfang bin ich in die Fotografie rein, ohne Begeisterung. Und dann gab es irgendwo einen Knackpunkt. Ich könnte heute gar nicht mehr genau sagen, wo der war, wo es mich angefangen hat zu interessieren. Und dann hat sich auch sofort das Verhältnis zu meinem Lehrmeister ins Positive gewandt. Und wir hatten dann richtige gute anderthalb Jahre zusammen. Und wie ging dein beruflicher Weg dann weiter nach der Lehre? Nach der Lehre, das muss man nochmal von meinem Vater erzählen, er hat ein Büro für Werbeberatung gehabt und er hat mir sehr geholfen. Es kam ihm natürlich entgegen, dass ich dann so in seine Richtung mich da entwickelt habe. Mhm. Und er hat dann über die Verbindung gehabt zu der damals besten Werbeagentur in der Schweiz, Gerstner, Gredinger und Kutter, und hat mir da einen Vorstellungstermin organisiert. Und da hat mich dann der Karl Gerstner gesehen, fand das gut, was ich machte, und eingestellt. Mhm. Da war ich also angestellter Fotograf in Basel in der Werbeagentur. Was hast du fotografiert?
Da waren wir, muss man sagen, das gibt es heute so nicht mehr, dass eine Werbeagentur angestellte Fotografen hat. Wir waren sieben ausgebildete Fotografen und wir haben alles fotografiert, was in der Agentur gemacht wurde. Also ich weiß, ich habe Erdnüsschen fotografiert für Hühnchennüsse und dann kam dann relativ schnell die Autos. Die Agentur hat Ford in Köln als Kunden gewonnen und haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, da mitzumachen. Und da hatte ich. Mhm. Und dann haben sie für diesen Kunden dann auch, das vielleicht ist die nächste Frage, die ich schon vorwegnehme, haben die eine Agentur in Düsseldorf gegründet und mich dann gefragt, ob ich mit möchte nach Düsseldorf. So einfach ging das? So einfach ging das. Die Schweiz zu verlassen, ja. Ja. Was war anders gegenüber der Schweiz? Kannst du dich noch erinnern, was du als anders empfunden hast? Ja, ungezwungener, fröhlicher, weiß ich nicht. Ja, aber man hat es mir sehr, sehr leicht gemacht, in Düsseldorf Kontakte zu finden. Und ja. Also diese rheinische Lebensart, die hat mir sofort zugesagt. Mhm. Ich muss hier vielleicht auch erwähnen, dass meine Eltern aus Düsseldorf stammten. Mein Vater Berufsverbot hatte ab 1935 als Jude und er dann musste einen auswandern, emigrieren und einzige Land, was möglich war für ihn, weil er sprachgebunden war mit seinem Beruf, war die Deutschschweiz. Und er hat dann die Chance bekommen und hat eine Anstellung bekommen in der Schweiz und ist ausgewandert. Ja. Und lass uns nochmal nach Düsseldorf gehen. Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre. Du hast dich dort sehr viel mit Autofotografie beschäftigt. Oder gab es noch andere Gebiete? Nein, das war, also solange ich angestellt war bei GGK, war das zu 90% die Autos. Mhm. Es gab dann auch ein paar andere Etats in der Agentur. Soll ich das jetzt erzählen? Es gab zum Beispiel ein Intimspray, für das die Werbung gemacht haben. Ja. Da durfte ich dann die schöne Frau eines Kollegen fotografieren dafür. Ja. Und ja. So. Also gab es schon so ab und zu so andere Sachen, aber die Hauptsache waren die Autos. Ja. Ja. Dann fingen aber an, die Grafiker, mit denen ich in der Agentur zusammengearbeitet hatte, die haben sich verstreut über andere Agenturen, die fingen an, mich anzurufen, ob ich das mache, ob ich jenes mache. Und da war ich selbstständig, ohne dass ich das geplant hatte. Mhm. I know and we work with Thomas Meyer since more than 10 years now. But I think that talking purely about his photography will never complete the whole picture about him. Not only because he is one of the best photographers in the world, architectural photographers in the world, but I care him also because he is a unique character. Yes, he is a good friend, also an exclusive figure. You realize his wisdom when you talk to him right away, but on the other hand, you can easily discover his pristine childishness. He's extremely gentle, delicate, and sensitive, and he's just a senior fellow, but still an incorrigible emotionalist as a rookie. And yes, he's an absolute master, but still passionate as a newcomer. I like these dialectic characteristics of him, and I believe that those qualities are also forming his photography. I don't want to be unfair to anyone, but he's not like many others. The various traces of life are the most distinctive issues, I think, in his repertoire. He doesn't take the building as a known life, rather he's somehow reflecting the life of it. And he's not dying for sharpness or for an artificial sterilization, rather he runs for a pure honesty, just like he's doing in his own life. So I have a deep respect for his photography, but maybe even a deeper one for his persona. Thomas, setzen wir nochmal bei der Autofotografie ein und Anfang der 70er Jahre. Und da fällt mir ein Name ein, den du immer wieder sehr ehrenvoll erwähnst, Horst Munzig. Und da gibt es eine schöne Anekdote, wie sich aus der Autofotografie eine ganz neue
Form der Fotografie für dich entwickelt hat. Und das ist mit dem Namen Horst Munzig verbunden. Vielleicht magst du das erzählen. Ja. Richtig, ja. Das war noch in der Zeit, als ich noch angestellt war bei GGK, also 1968. Da hatte Ford ein ganz neues Auto entwickelt, was es nur als Pappmaché-Auto gab. Und das haben die in London auf einem stillgelegten Flughafen hingebracht. Und heimlich, dort mussten, heimlich, ja. Und dort wurde ich hingeschickt, um technische Fotos von diesem Pappmodell zu machen, was aber sehr gut gemacht war. Da konnte man kaum unterscheiden von einem richtigen Auto. Und dann hatten sie Horst Munzig engagiert als Reportagefotografen. Ich war angereist mit großen Koffern, wie jetzt das Filmteam hier, und habe meine technischen Fotos gemacht. Und der Horst kam an mit einer kleinen Tasche über der Schulter und mit einer kleinen Kamera und hat seine Fotos aus der Hand gemacht. Und das hat mir unheimlich imponiert, da dachte ich. Wir haben uns dann schnell angefreundet. Wir waren dann auch in der ersten Nacht, waren wir 2 Stunden in einem stecken gebliebenen Lift zusammen und haben uns vom Leben erzählt. Und ja, das war für mich, da war sofort klar, das muss ich auch machen. Ja. Das ist das, was mir viel mehr liegt als dieser ganze technische Kram. Ja, aber dann nicht nur Horst Munzig hat dir eine neue Perspektive gezeigt, ja, sondern hat dir auch Kontakte ermöglicht, richtig, die es vorher und ohne ihn nicht gegeben hätte. Richtig. Ja, ja. Horst Munzig hatte viel zusammengearbeitet mit Ottel Eicher. Damals, dir muss ich nicht sagen, wer das war. Ottel Eicher war vielleicht der bekannteste Grafikdesigner in Deutschland, der berühmt geworden war mit dem Design für die Olympischen Spiele 1972 in München, für viele Firmen auch das Design gemacht hat, wie BMW, Lufthansa, ZDF, WestLB, Erco. Der Kranich von der Lufthansa. Genau, ja. Und Horst hatte von Ottel Eicher den Auftrag bekommen, für die WestLB in Düsseldorf einen Geschäftsbericht zu fotografieren. Und dann hat er mich angerufen und gefragt, hör mal, hättest du nicht Lust, das zu machen? Ich kann mit Banken nichts anfangen und außerdem ist das alles bei dir, du musst dann irgendwo hinfahren. Und ja, mich hat das natürlich interessiert und dann hat er mich Ottel Eicher vorgestellt, sind wir zusammen zu Ottel Eicher gegangen und Eicher war sehr wohlwollend. Und er hatte ein begrenztes Team von Fotografen, auf die er sich stützte. Richtig. Und dazu gehörtest du. Ja. Ja. Es waren 10 Fotografen, es war Ottel Eicher und die 10 Jünger. Und wir haben uns 2-mal im Jahr, war ziemliche Regelmäßigkeit, getroffen und er hat dann Aufgaben verteilt und das war eine wunderbare Zeit für mich, auch als Fotograf, weil die Kunden wurden von Ottel Eicher so gebrieft, ich arbeite mit den 10 besten Reportagefotografen von Deutschland, lass die machen, die wissen, was sie tun. Das waren natürlich Voraussetzungen, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, ja. Ottel Eicher ist auch die legendäre Gestalt in der Firmengeschichte von Erco, einer berühmten Leuchtenfirma. Eigentlich keine gute Galerie, kein Museum kommt ohne Erco-Leuchten aus. Und da hat Ottel Eicher auch Entscheidendes für dich getan im Kontakt. Ja, Erco war damals eine brave Leuchtenfirma. Die wurde dann übernommen vom Schwiegersohn, vom Firmeninhaber. Und der hatte Großes vor mit Erco und der wollte aus dieser braven Leuchtenfirma eine internationale Firma machen und auch hatte einen Designanspruch an die Beleuchtung und hat dann den Kontakt zu Ottel Eicher gesucht und er hat ihm dann als erstes eine Philosophie gemacht für Erco, für ihren Auftritt in der Öffentlichkeit und ein wichtiges Teil darin war der sogenannte Lichtbericht, ein Magazin, wo Erco, wie andere Firmen auch, ihre Referenzen zeigen, was sie gemacht haben. Ja.
aber eben nicht in Form von... So sieht unsere Leuchte aus. Genau, oder und so sieht das Haus aus und nur jetzt sture Architekturfotografie, sondern da ging es darum, gar nicht die Leuchten zu zeigen, sondern das Leben im Licht von Erko. Und das hat Erko damals in den 70er Jahren, 80er Jahren eine Stellung gebracht in der Branche, dass alle großen Architekten, alle berühmten Architekten wollten Erko-Licht haben. Ne? Naja, jeder Architekt möchte eigentlich das Leben befördern und das Licht von Erko beförderte das Leben. Und dazu war der Lichtbericht da, das immer zu beweisen. Ja. Genau. Und du hast es getan. Ich habe es getan. Es war für mich ein idealer Kunde, weil habe ich jetzt gerne die Reportage gemacht und zum Zweiten aber auch dieses mit diese Beleuchtungsgeschichten mit Tageslicht, Kunstlicht, Dämmerung, Nacht und so weiter, das hat mich ungeheuer gereizt, das in Szene zu setzen, ohne zu inszenieren, nur beobachten. Und da waren wir ein ideales Gespann und das geht bis heute, heute. Ich hoffe, nenn mal außergewöhnliche Plätze, wo du warst. Ganz hoch im Norden warst du, weißt du? Das ging dann eben so weit, dass das auch über die Architekturbeleuchtung hinausging. Wir haben im Lichtbericht auch Themen gezeigt, die einfach nur noch mit Licht zu tun hatten. Ich habe dann mal den Vorschlag gemacht beim Klaus-Jürgen Mark, beim Eigentümer von Erko, das Nordlicht zu fotografieren, weil das hat mich gereizt. Ich wollte das immer sehen, wie ist das? Und die Forschung am Nordlicht, weil alles findet in Nordnorwegen statt. Und er hat sofort gesagt, ja, prima, fahr hin. Und dann bin ich zweimal nach Tromsø im Norden Norwegens. Das erste Mal konnte ich eigentlich nur die Forschung fotografieren, weil es war immer bedeckt und es gab kein Nordlicht. Das war Ende November. Und dann musste ich nochmal hin. Im Januar bin ich dann nochmal hingefahren. Und dann hat es schon am Flughafen geklappt. Das war herrliches Wetter. Es war wolkenlos. Und das ging schon am Flughafen los mit dem Nordlicht. Mhm. Eine der großartigsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Das ist Kino vom Feinsten. Thomas Meyer, Thomas Meyer. Ein guter Freund. Thomas Meyer ist ein sehr guter Fotograf, natürlich. Er hat meine letzten Shows in Deutschland, in den letzten 10 Jahre hat er die Fotos gemacht. Ich habe das gesehen, damals bei Jan Hutte, als er Gebäude fotografiert hat, Frank Gehry, und darum warum nicht ein Kabarettist, das kann er auch. Und das hat er sehr gut gemacht, wenn er ein Auto fotografiert oder ein Kunstwerk oder ein Gebäude oder ein Mensch. Es hat immer etwas Spezielles, etwas Leichtes, etwas. Das Licht ist super, es hat sehr Menschliches, als ob er die Mensch oder Gebäude oder Kunstwerk dahinter versteht einfach. Also das hat eine gewisse spezielle Dimension und darum bin ich sehr stolz, dass Thomas immer in die letzten Jahre die Fotos gemacht hat. Thomas, viel Erfolg! Mich erinnert das, was du erzählst, auch an die vielen Reportagen, die du gemacht hast, unabhängig von Architektur, für Merian, für Zeitmagazin und so weiter. Ich erinnere mich an eine tolle Reportage, die du gemacht hast über Menhire in Bretagne, im Mondlicht. Licht ist natürlich, Fotografie besteht aus Licht. Und hat mich immer fasziniert. Aber da muss ich jetzt nochmal zurückkommen, weil ja über mein Leben gesprochen wird, auf Horst Munzig. Ich war ja Werbefotograf, ich war in der Werbeagentur und das war mein Berufsleben bis dann gewesen. Und Horst hat mich dann mal begleitet nach Hamburg, wo damals die ganzen großen Zeitschriften waren, die Reportage gemacht haben. Und hat mich zum Zeitmagazin mitgenommen, hat mich dort vorgestellt und ich habe daraufhin einen ersten Auftrag bekommen fürs Zeitmagazin. Und das ging dann weiter, aber ohne Horst wäre ich da nicht so schnell reingekommen. Und die ganz große Herausforderung kam dann mit Geo. Mhm. Soll ich die Geschichte erzählen? Gerne, ja. Ja, zu Geo wollten alle Reportagefotografen, weil das war natürlich, das war die Spitze. Ne, da.
Und ich wollte da natürlich auch hin. Und ich hatte man arbeitete damals mit Dias in Farbe. Mhm. Und man stellte sich vor mit einem Kodak-Karussell. Das bestand aus 80 Dias, die man dann zeigte. Und ich hatte so ein Karussell mit meinen besten Fotos zusammengestellt. Ich fand jedenfalls, es waren die besten und habe die gezeigt. Marc Scheler war damals der Bildchef, Sohn vom Philosophen. Und der guckte sich das an und sagte, ja, ganz gut. Und ich wusste schon, ich bin durchgefallen. Dann ein Jahr später war Bob Lebeck der Bildchef geworden, der berühmte Fotograf. Und dann habe ich gedacht, komm, ich probiere es nochmal. Und habe wieder einen Termin gemacht bei Geo, habe einen bekommen, bin mit dem exakt gleichen Karussell bin ich dahin gefahren, weil ich dachte, ich habe nichts Besseres, das ist gut, was ich da habe. Dann kam ich da an zu meinem Tag, wie immer pünktlich, wie du mich kennst. Und dann sagten die, oh, Thomas Meyer, du musst noch warten. Da ist ein Kollege von dir, der zeigt 14 Karussells Dublin. Also 14 mal 80 Fotos. Ne? Dann habe ich gewartet und habe eine Stunde gewartet. Und dann kamen die aus dem Vorführraum raus mit viereckigen Augen. Ja. Und Bob Lebeck sah mich da sitzen und sagt, wer ist das denn? Und dann sagte die Christiane Genauer, das ist der Thomas Meyer, der will noch was zeigen. Und Bob Lebeck sagt, ah, guck du dir das an, ich habe keine Lust mehr. Und jetzt wollte der Zufall, dass die ersten 10 Fotos in meinem Karussell waren Dublin. Und Christiane Gehner, die guckte sich dann, machte das Karussell an und nach den ersten 5 Fotos hat sie es wieder ausgemacht und gesagt, ich hole den Lebeck. Hat sie Lebeck geholt und er hat sich nur exakt diese 10 Bilder angeguckt und gesagt, fantastisch, Sie kriegen einen Auftrag. Das war mein Glück gewesen, also, ja. Dass der die gelangweilt hat, der Kollege, ja. Mit tausenden Fotos. Und meine waren ganz gut ausgesucht. Auf und den die Punkt gebracht. Nicht, ja, waren auf den Punkt. Und das brachte mich, 10 Tage später war ich in Madagaskar für Geo. Ja. Also das war natürlich das war ein Hammer. Und das Nächste, gerade überlegen für Geo, habe ich dann etliche Reportagen gemacht, das andere aber alles dann eigentlich in Europa, keine weltweiten Sachen mehr. Und die letzte große Reportage war, was du eben erwähnt hast, das war auch ein Vorschlag von mir gewesen, die mysteriösen Steine um Karnak rum in der Bretagne. Ja, das stammt, es war eine uralte Idee von mir, seit ich mal ein Foto gesehen habe, von Steichen, von Edward Steichen, dem berühmten Fotografen, der hatte eine Skulptur im Mondlicht fotografiert. Mhm. Und das hat mir so imponiert, das fand ich so ein fantastisches Licht für eine Skulptur. Und dann habe ich mir als Vorschlag für Geo überlegt, ich würde gerne diese mysteriösen Steine in der Bretagne fotografieren, aber nur im Mondlicht. Mhm. Ja, das fanden die dann spannend und das habe ich dann gemacht mit 4 Reisen. Also ich bin einmal im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter hin. Immer bei Vollmond, immer in der Hoffnung, dass nicht allzu viele Wolken da waren. Ja. Und habe ganz viel gelernt über das Mondlicht, dass es zum Beispiel im Winter aussieht wie die Sonne, weil der Mond so hoch steht und so intensiv ist, dass man kaum einen Unterschied sieht zum Tageslicht. Ja. Im Sommer, da kommt er kaum hoch, da bringt es auch nichts. Also gute Zeiten waren im Frühling und im Herbst. Mhm. Und bin zurückgekommen, schlussendlich mit vielleicht 3 Filmen. Mehr war das nicht, ne? Weil die Nacht war ja dann doch relativ schnell zu Ende. Ne? Mhm. Aber das war spannend und ist eine schöne Geschichte geworden. Und, Thomas Meyer und ich haben uns kennengelernt. Ich vermute mal, es war 71, 72. Er war ein kleiner Lümmel, ich war ein kleiner Lümmel. Ich war damals Grafiker oder Artdirektor in der Werbeagentur. Und er war angeblich Fotograf. Dann haben die gesagt, okay, also mit dem kannst du irgendwelche Reifen fotografieren oder so. Und ich erinnere mich aber nicht mehr so ganz genau, wahrscheinlich war es keine berühmte Arbeit. Dann haben wir uns irgendwie angefreundet, weil ich mochte diesen Schweizer Dialekt, war.
Es dauert alles etwas länger. Das ist auch angenehm für jemanden, der immer irgendwie zu schnell ist. Ja, so. Also ich fand ihn nett. Dann haben wir uns richtig angefreundet, wie Thomas geholfen hat, mir auf meinem kleinen Kotten, den ich damals mit meiner Frau und einer kleinen Tochter in Wuppertal, Elberfeld, Ibach, Dönberg, da irgendwo in der Ecke hatte, Ställe zu betonieren. Wir mussten da Ställe bauen, weil ich hatte irgendwie den Drang, Pferde zu haben. Und da hat er mir beim Betonieren geholfen. Das fand ich sehr gut. Also Fotografen, die betonieren können, sind außerordentlich gut. Das qualifiziert zur Architekturfotografie. Nein, dann haben wir noch zwei, drei andere Sachen zusammen gemacht. Sind in Gran Canaria für VDO Gartengeräte, eine kleine Kampagne. In Gärten eingestiegen, in die wir nicht hätten einsteigen dürfen. Also Geschichten, das bindet. Und irgendwann ging das ja hier los mit diesen Gerry-Gebäuden. Deswegen stehen wir ja hier. Und weil ich das Gefühl hatte, dass es vielleicht Thomas interessieren könnte, habe ich damals vorgeschlagen, Mensch, ich würde gerne ein Werkbuch machen über die Entstehung dieser Gebäude, beziehungsweise über die Entstehung von Anfang an, also die Diskussion mit der Stadt, den Wettbewerb, den es vorher gab. Das war deswegen interessant, weil ich ihn immer anrufen konnte, wenn ich hier beim Vorbeifahren irgendwas entdeckt habe, wo ich gesagt habe, das müssen wir unbedingt fotografieren. Dann sprang er von seiner Frau oder aus dem Bett oder ins Auto oder so und schupp, war er hier und hat das Foto gemacht. Oder mich angerufen und gesagt, ich war heute Morgen um 4 schon da, da lag Schnee und so. Und so ist dieses Buch entstanden, hunderte von Fotos. Und Thomas hat, glaube ich, dadurch eine so wundervolle Energie für Architektur entwickelt, dass ich eigentlich, so wie ich das sehe, aus meiner Perspektive, seine Interessen und auch seine Bilder in diese Richtung ganz streng bewegt haben. Das Tolle an ihm ist, dass er das mit einer besonderen Empathie macht. Also diese Kleinbildkamera ist ja nichts anderes wie ein verlängertes Auge. Und er hat das mit so viel Schweizer Präzision und der Empathie und dem Gefühl für das, was da gerade passiert, egal ob es nachher Zeche Zollverein war oder das hier oder andere Sachen mit Jean Nouvel und mit Frank Gehry und so weiter und so weiter, egal wer ihn da auf die Reise schickt, hat er es gemacht. Und ich freue mich, dass kein einziges schlecht aussehendes Objekt dabei ist. Das Beste an der Sache ist, dass Thomas Meyer selber von niemandem fotografiert wurde. Weil so gut wie die Objekte, die er fotografiert hat, sieht er nicht aus. Ich auch nicht. Lieber Thomas, in unseren Vorgesprächen haben wir immer über Schicksalssprünge oder Veränderungen in deinem Leben gesprochen und sind dann darauf gekommen, dass es eigentlich eine Kette von Menschen war, die dich weitergeführt haben, in andere Gebiete hineingeführt haben. Und eine Kette hat zu Anfang den Namen Thomas Rempen und am Ende den Namen Piet Hein Eeck. Also ein sehr deutscher Name, wieder ein Thomas und am Ende ein niederländischer Name. Und magst du das erzählen? Da kommen so spannende Anekdoten drin vor. Gerne. Also das war ganz am Anfang, als ich dann selbstständig war in Düsseldorf 1969. Da waren wir so ein Trupp Werber, junge Werber in Düsseldorf, die die ganze Szene aufgemischt haben. Und da kam eine Figur rein aus Wuppertal, der Thomas Rempen, der hatte dort studiert. Und er hat dann bei einer Werbeagentur in Düsseldorf gearbeitet und einer seiner ersten Kunden war Goodyear, der Reifen. Und dann hat er nach einem Fotografen dafür gesucht und mich gefunden. Und ich war ja da der Autofotograf in der Zeit. Und wir haben uns sofort angefreundet. Und über ihn bin ich eben auch in ganz neue Gebiete gekommen. Da kam dann 1989, hat er den Wettbewerb ausgeschrieben für die Bebauung des neuen Zollhofs in Düsseldorf. Und da hatte er der Stadt dieses Grundstück abgeschwatzt, was jetzt jeder kennt, und hat versprochen, da einen Bau hinzusetzen, der Furore macht und der eine neue Ikone für Düsseldorf wird. Und dann hat er mich gefragt, 1989, bevor das losging, hast du Lust, das zu dokumentieren? Und ich habe gesagt, ja, wie lange dauert das denn? Und dann habe ich gesagt, ja, so 4-5 Jahre. Ich habe gesagt, ja, wunderbar, mache ich, ist in der Nähe von hier, mache ich gerne. Und das Ganze hat dann 10 Jahre gedauert. Das war eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Soll ich das Buch mal dazu holen? Ja, unbedingt. Ja.
Ja, das war dann auch, Frank Gehry hat dann immer meine Fotos angeguckt, war sehr begeistert davon, weil das eben nicht so sture Architekturfotos waren, sondern Reportage mit den ganzen Menschen, die da mitgemacht haben. Da sind Bilder drin von Anfang an über die komplette Baustelle. Hier gibt es eine, wie im Zeitraffer kann man das hier sehen, vom Aushub der Baugrube bis zu den fertigen Gebäuden. Hier, auch das habe ich sehr, sehr gerne begleitet. Da haben die Betonbauer aus den Schalen, für das mittlere Haus, für das kleine Haus, jedes einzelne Teil ist von Hand geformt worden. Das war ein Foto, was mir ganz wichtig war, weil nämlich es wurden immer nur Gehry und Thomas Rempen und die Berühmtheiten gezeigt. Ich habe gesagt, nein, ich will jetzt mal ein Foto machen von den Leuten, die wirklich dieses Haus bauen. Und es war gar nicht so leicht, da die ganzen Bauarbeiter mal auf ein Bild zu kriegen. Der Bauleiter, der Maurerpolier, alle. Alle. Ja. Alle dabei. Gut, irgendeiner wird auch krank gewesen sein, aber war eine schöne Situation, ne? Und hat denen auch gefallen, dass sie mal ernst genommen wurden. Ne? Und als das Ganze dann fertig war, ist erstmal dieses Buch entstanden. Kann ich so sagen, das Hauptwerk von mir. Ja, es war immerhin eine 10-jährige Geschichte vom Anfang bis zum Ende der ganzen Baustelle. Und das hat mich dann vom Reportagefotografen zum Architekturfotografen gemacht. Weil als es fertig war, sind die Bilder von diesem neuen Zollhof um die ganze Welt gegangen, wurden von fast allen großen Architekturzeitschriften veröffentlicht. Und ich war plötzlich mittendrin. Man kannte dann meinen Namen. Ich hatte das ja gar nicht geplant. Ja, jetzt geht aber die Geschichte weiter mit Gehry. Nachdem der neue Zollhof fertig war, war seine nächste größere Baustelle in Herford. Da hat er das Martha-Museum gebaut. Und als das fertig war, kam Jan Hutt ins Spiel. Ja, Jan Hutt war ja ein berühmter Kurator und wir haben uns auch gut verstanden, sofort. Ich war total begeistert von dem, was er alles gemacht hat dort mit dem Martha-Museum und habe das einfach weiterverfolgt. Also ich hatte keinen Auftrag dafür. Ich habe einfach die Freundschaft mit Jan ausgenutzt und bin zu jeder Eröffnung hingefahren. Habe ihn auch so mal ab und zu getroffen. Und da gab es in einer Ausstellung, da waren mehrere Künstler, da waren auch Skulpturen von Marlies Frenken. Künstlerin aus Holland, Marlies Frenken, die hat, da gab es von ihr eine ganze Reihe von diesen Skulpturen, wurden ausgestellt im Martha-Museum. Ich habe das fotografiert, das war dann auf meiner Website. Und dann hat Marlies Frenken mich angerufen und gefragt, ob sie die Fotos kaufen kann. Und da habe ich gesagt, nee, mache ich eigentlich nicht mit Künstlern. Sie können die Fotos kriegen und ich kriege dafür eine kleine Skulptur von Ihnen. Und das fand sie ganz super und hat gesagt, ja, komm her und such eine aus. Und dabei habe ich dann auch ihren Mann kennengelernt. Ihr Mann ist Hans Lieberg. Hans Lieberg, ganz bekannter Musik-Comedian, ausgezeichnet mit einem Emmy Award aus New York. Und Hans Lieberg fand dann meine Fotos auch irgendwie toll und hat mich gebeten, seine Shows zu fotografieren. Und immer wenn er wieder eine neue hatte, so alle 2 Jahre, habe ich dann wieder seine Shows dokumentiert. Mhm. Und da kam ich eines Tages nach Hilversum und dann zu denen nach Hause. Wunderschönes Anwesen, mit einem alt, so amerikanisch anmutenden Landhaus am Waldrand. Und er sagt, da willst du mal mein neues Studio sehen? Und ich sage, ja klar, da, guck mal da. Und ich sage, ein Stapel Holz. Und so sah das wirklich aus, wie ein Stapel Holz am Waldrand. Da konnte man jetzt aber die Fenster aufmachen, Türe auf, reingehen und dann war das ein Studio. Es war nur verblendet mit Holz, ja.
gemacht hat das Pete Heineck, bekannt geworden als Möbeldesigner, als der aus Recyclingmaterial wieder wertvolle Einzelmöbelstücke hergestellt hat, die von Sammlern gekauft wurden. In großen Museen vertreten sind. Ja, richtig, die sind überall. Und dann habe ich das auf meine Website getan und dann ist was passiert, was also noch mit keinem Geribau, mit keinem von den anderen berühmten Architekten, die ich inzwischen fotografiert hatte, nie so passiert wie mit diesem Häuschen. Das ist innerhalb von ein paar Tagen um die Welt gegangen, tauchte überall auf. Es hat mich selber überwältigt. Ne? Habe nicht viel davon gehabt, weil es waren meistens so Blogs, die nichts dafür bezahlen, wenn sie sowas machen. Aber Pete Heineck ist auf mich aufmerksam geworden. Er hat das auch gesehen und dann hat er mich angerufen und gesagt, fände er ja toll, was ich da gemacht habe, ob ich Lust hätte, mit ihm zu arbeiten. Und ich fragte, was ich denn machen kann für ihn. Ja, er hätte viele Projekte und er würde es gerne von mir mal fotografieren lassen. Also, ja, klar. Hi Thomas, you asked me to make a contribution to the film which is made about you and your work. And of course I'm very, very, very happy to do it, because we already worked for 10 years, which is not nothing, because this year is our 10th anniversary in this building. And you covered everything we've done here, but also all the projects and beautiful things we made. And this is the first time we professionally are guided by somebody who made such a beautiful images. And I want to thank you for that. And I think we will work another 10 years after this. Thank you very much. Thomas, wir haben vorhin gehört, wie du von der Schweiz nach Düsseldorf gekommen bist. Aber wir wissen ja, Düsseldorf ist auf keinen Fall Neuss. Und jetzt sitzen wir in Neuss und fragen uns natürlich, wie bist du denn nach Neuss gekommen, als ursprünglich Düsseldorfer? Also das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich habe in Düsseldorf in einem möblierten Zimmer gewohnt und war eigentlich zufrieden. Und dann habe ich in der Altstadt mal abends einen Kollegen aus der Werbeagentur getroffen und der sagte, ich habe ein Haus geerbt in Neuss und da ist eine Wohnung frei. Brauchst du nicht eine Wohnung? Könntest du bei mir wohnen? Und da habe ich gesagt, oh, eigentlich nicht, aber ich komme es mir mal angucken. Und da war ich sehr begeistert, muss ich sagen. Das war ein wunderschönes Haus an der Drususallee, ein Jugendstilhaus. Und die erste Etage war so 90 Quadratmeter groß mit einer großen Terrasse, Südseite. Da habe ich gedacht, boah, klar, mache ich für 400 D-Mark. Mache ich, ja. Es war für mich zwar damals auch relativ viel Geld, ich habe noch nicht viel verdient, aber das fand ich so verlockend und das war mein Anfang in Neuss. Und da habe ich mich so wohl gefühlt an dieser Drususallee. Meine Frau habe ich in Düsseldorf kennengelernt, aber sie ist dann zu mir nach Neuss gezogen, wo sie war auch in Neuss aufgewachsen, ist praktisch wieder zurückgekommen nach Neuss. Was liebst du an dieser Stadt? Was magst du an ihr? Also einmal muss ich sagen, die geografische Geschichte ist natürlich für mich wichtig. Ne? Mhm. Ich bin in einer überschaubaren, kleineren Stadt mit einem internationalen Flughafen, mit Autobahnen überall hin, mit Eisenbahnen überall hin. Also von der Lage her schon mal fantastisch. Ne? Und dann gefällt mir halt dieses eher kleinstädtische, gefällt mir ganz gut. Dass man so schnell in Düsseldorf ist, gefällt mir auch sehr gut. Also man hat hier ein bisschen beides. Ne? Und ja, so sind wir irgendwie eingebettet hier in die Kulturwelt. Vielleicht können wir noch auf etwas unsere Aufmerksamkeit lenken, was mit uns beiden zu tun hat und was auch mit einem Projekt zu tun hat, was du ohne Auftraggeber begonnen hast. Sagen wir mal, dein größtes, auf eigene Faust begonnenes Ding, das liegt hier auch im Resultat als Buch und hat mit Neuss ganz viel zu tun. Es hat mit dem Herzen der Stadt zu tun, dem wirtschaftlichen Herzen der Stadt, was lange die Stadt groß gemacht hat, der Hafen. Genau. Ja, das fing eigentlich ganz simpel an. Auf einer Nachhausefahrt im Winter bin ich am Hafen vorbeigekommen und da war das Gerippe vom Wehrhahn Holzlager. Holzlager.
Das war schon halb abgerissen. Es stand nur noch das Stahlgerüst vom Lager, stand da und es hatte Neuschnee drumherum. Es war ein wunderschönes Bild. Und ich dachte, das muss ich fotografieren. Einfach so. Ne? Bin nach Haus, habe meine Kamera geholt, bin da wieder hin und habe es hin und her fotografiert. Soll man es zeigen? Ja. Ja. Mal gucken. Ich hoffe, ich finde das schnell. Ne? Weil das war wirklich der Initialschuss dafür. Als ich per Zufall im Hafen vorbeikam, auf dem Nachhauseweg, und diese Situation sah. Dieses Stahlgerüst, der Schnee, bin ich schnell nach Hause gegangen, habe die Kamera geholt und habe dieses Foto gemacht. Ja, und dann habe ich gedacht, so, was. Vielleicht gibt es ja hier im Hafen noch, ich hatte gerade nicht viel zu tun und habe gedacht, ich gucke mich jetzt mal im Hafen ein bisschen um, was hier noch so los ist. Und da ging das immer weiter, ne? Fing an mich zu interessieren. Ich habe Leute kennengelernt, Arbeiter und irgendwann hatte ich da schon so eine Sammlung an Bildern. Und dann dachte, was mache ich jetzt eigentlich damit? Ne? Und dann habe ich mich erinnert, dass ich ja hier gegenüber vom Stadtarchiv wohne. Ich zeige das jetzt mal. Ich kannte den Leiter so vom Sehen, aber noch nicht gut, den Jens Metzdorf. Bin über die Straße gegangen und bin einfach so reingeschneit, ohne einen Termin zu machen. Und habe ihm erzählt, was ich mache und habe ein paar Fotos dabei gehabt. Habe ihm die gezeigt und Jens Metzdorf war hell begeistert. Sofort. Und in dem Moment hatte ich einen Auftraggeber. Er hat sofort gesagt, das ist ein Thema, wir machen ein Buch, wir machen eine Ausstellung. Und dann brauchten wir noch jemanden, der einen Text dazu schreibt. Den hatten wir auch schnell gefunden, das warst du. Und dann nahm das seinen Lauf. Thomas, mir fällt ein, dass es außer dem Hafen noch etwas anderes gibt, was du fotografisch ein neues interessant fandest und was du, wenn ich mich richtig erinnere, auch auf eigene Faust begonnen hast. Was war das? Richtig, ja. Da hatte ich beobachtet, wie beim Güterbahnhof in Neuss ein neues Wohnquartier entstand. Die südliche Furt, wie das dann genannt wurde. Ich habe mir das dann angesehen, als das fertig war und fand das sehr schön. Wenn man da durchspazieren konnte, durch die Gänge und habe das einfach fotografiert, weil ich es spannend fand und gut fand. Und wie ich das dann, wenn ich sowas tue, dann muss ich immer Kontakt aufnehmen zum Architekten, damit, wenn ich das veröffentlichen will, dann will die Zeitschrift ja auch Pläne haben und Informationen vom Architekten haben. Also habe ich geguckt, wer hat das gemacht. Das war Agirbas und Wienströer. Und dann habe ich da angerufen und habe den Herrn Agirbas am Telefon gehabt und habe ihm erzählt, was ich da gemacht habe. Und das war eigentlich der Moment, wo ich die dann kennenlernte. Und dann fing da eine bis heute andauernde Zusammenarbeit an. Thomas Meyer haben wir nicht gerufen, sondern Thomas Meyer hat meinen Partner und mich damals kontaktiert, um zu sagen, schaut mal, ich habe Fotos gemacht von eurem Projekt in Neuss. Das war die südliche Furt. Und schaut euch das mal an. Und was haltet ihr davon? Und haben uns dann beide, mein damaliger Partner und ich, wir haben uns beide sehr darüber gewundert und gefreut, dass auf einmal noch spannendere und noch lebhaftere Bilder entstanden sind, als wir bis dahin von mehr als 5 Fotografen aus diesem Projekt schon hatten. Wir haben dann gemeinsam viele weitere Projekte in Frankreich, in verschiedenen Orten in Deutschland fotografieren lassen und haben immer fleißig gesammelt und uns regelmäßig über auch natürlich Architektur unterhalten. Und das sind im Grunde genommen die Momente, die auch im Besonderen diese Zusammenarbeit vielleicht kennzeichnen, dass sich dann in der Arbeit, die wir dann auch sukzessive austauschen, also es wird ein Objekt wird fotografiert, es gibt eine Kommunikation über die Bilder, schau mal, das habe ich gemacht, schau dir das mal an.
Und in diesem Austausch kann man spüren, kann ich spüren, inwiefern diese Arbeit, die ja schon lange fertig ist, die jetzt nicht mehr veränderbar ist, die auch nicht mehr beweglich ist, weil das ist nun mal das Wesen der Architektur, immobil zu sein. Man kann es nicht mehr wegnehmen, man kann vielleicht noch nach Jahren eine Farbe ändern. Aber das ist jetzt mal der Stand der Dinge. Aber wie auf einmal die Geschichte erzählt wird. Und das ist das Besondere an dem, an der Arbeit, die ich mit Thomas Meyer in diesem Sinne teile, dass dann immer wieder solche Situationen entstehen. Die Geschichte wird erzählt und sie entwickelt sich. Und sie wird vor allen Dingen auch erzählbar für andere. Thomas, wie ich weiß, würdest du nicht so erfolgreich sein können ohne Thomas Meyer Archives, also ohne deine Website, die gleichzeitig eigentlich ein digitales Archiv ist, auf das jeder zurückgreifen kann, egal wo auf der Welt er sich befindet. Hauptsache, er kann in das World Wide Net hinein. Genau. Wie hat sich das entwickelt? Ja, das war natürlich logisch. Das hatte auch mit der Digitalität zu tun. Ja. Und da kamen die Websites auf und da habe ich überlegt, also als Fotograf, muss ich eigentlich eine Website haben. Und habe dann geguckt, wer kann mir da helfen, und habe mich erinnert an einen Schulkollegen von unserem älteren Sohn David, an den Nils Hendrik Zündorf, dessen Vater im Digitalbereich gearbeitet hat. Und ich wusste immer, dass der super fit ist in allem, was Digitaltechnik anbelangt. Und habe mich mit ihm zusammengesetzt und gesagt, Nils, was meinst du, kannst du das machen für mich? Und er fand das sehr schön, war für ihn natürlich auch eine Herausforderung. Und ja, ich finde es eine schöne Art. Ich meine, ich bin als Fotograf, möchte man ja seine Bilder zeigen. Ich mache die ja nicht für mein eigenes Album, sondern ich will sie zeigen und wenn es geht auch verkaufen, aber auch einfach zeigen finde ich auch schön. Ne? Und das geht über diese Medien wunderbar. Ne? Ja. Lieber Thomas, im Wissen darum, dass wir nur die Spitze deines Eisberges erkundet haben heute, aber die war schon toll, die war schon spitze, freue ich mich, dass wir so ein nettes Gespräch hatten und sage dir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Oh.